Guten Tag, meine Damen und Herren. Christus starb für ihre Sünden. Nun, das ist etwas, was ich als Kind, als ich in die Schule ging, wiederholt gehört habe, sowohl von katholischen als auch von evangelischen Geistlichen. Und das hat mir damals so gut wie überhaupt nichts gesagt. Zunächst einmal, was sind Sünden? Und dann, wieso starb Christus für meine Sünden? Wieso war das notwendig? Inwieweit geschah dies? Und ich gehe davon aus, dass die meisten, selbst solche, die gläubige Christen sind, nur eine sehr vage Vorstellung davon haben, was damit gemeint ist, von der in der Tat biblischen Aussage. Was ist darunter zu verstehen? Einige sagen jetzt, was ist eigentlich Sünde? Nun, einige haben eine gewisse vage Vorstellung davon, was Sünde ist. Das hat irgendwie mit Gott zu tun, mit Gottes Gesetz vielleicht, mit dem, was Gott so von einem will. Naja, aber dann habe ich ja doch nicht gesündigt. Ich habe ja nie jemanden umgebracht. Ich habe auch nicht unbedingt mit jemandem Ehebruch gehabt. Ich habe auch keinen bestohlen. Bin doch an sich ein guter Mensch. Gehe jeden Sonntag in die Kirche oder vielleicht nicht jeden Sonntag, aber dann zumindest zu Weihnachten oder Ostern. Also wieso musste dann Christus für meine Sünden sterben? Ich habe ja gar nicht gesündigt. Ich bin ja doch ziemlich gerecht, in Anführungszeichen, ein guter Mensch eben. Ich habe alle immer in Ruhe gelassen. Ich habe mich um deren Angelegenheiten nie gekümmert. Was ist mit Sünde gemeint? Und sind sie wirklich so ein guter Mensch, wie einige das so von sich denken? Nun, ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gegeben über den Inhalt von Sünde und was darunter zu verstehen ist. Aber kurz zusammengefasst gibt es vielleicht eine der besten Definitionen in der Bibel im 1. Johannesbrief, in Kapitel 3 und in Vers 4. Und ich möchte die zunächst einmal wiederum aus der revidierten Lutherbibel vorlesen. 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 4 und 5. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Da heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Nun, so übersetzt es die Lutherbibel. Ich komme gleich darauf zurück. Es heißt aber in Vers 5, und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist erschienen, um die Sünde wegzunehmen. Was ist damit zu verstehen? Nun, einige sagen, ja, damit ist lediglich zu verstehen, dass er uns eben gezeigt hat, wie man gerecht leben kann, ohne Sünde leben kann. Dadurch hat er dann die Sünde von uns weggenommen. Das ist keineswegs darunter zu verstehen, wie ich Ihnen noch heute zeigen werde. Aber zurückgehend auf Vers 4. Die Lutherbibel sagt, Sünde ist Unrecht. Nun, andere Übersetzungen schreiben dies in anderer Weise. Zum Beispiel übersetzt die Mengebibel und auch die Elberfelder Bibel, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit. Die Partloch-Bibel schreibt, Sünde ist Gesetzwidrigkeit. Die Gute Nachricht schreibt, wer Sünde tut, verstößt gegen Gottes Gesetz. Sünde ist der Verstoß gegen Gottes Gesetz. Und die Zürcher Bibel schreibt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Aber schauen Sie, alle diese Stellen zeigen uns deutlich, dass Sünde im Zusammenhang steht mit Gott, mit Gottes Gesetz. Es geht ja nicht um menschliche Gesetze. Wenn Sie zum Beispiel eine Vorschrift aus dem Strafgesetzbuch brechen, sagen wir mal, Sie bringen jemanden um, dann begehen Sie ein Verbrechen, Mord. Sie können auch ein Vergehen begehen, gemäß des Strafgesetzbuches. Aber Sie werden niemals in den menschlichen Gesetzen das Wort Sünde finden. Sünde bezieht sich ausschließlich in der Bibel auf Gott. Aber es ist gleichwohl kein nebulöses Ding. Es ist gleichwohl etwas, was mit dem Gesetz Gottes zu tun hat. Aber wie gesagt, es geht um Gottes Gesetz. Es geht nicht um menschliche Gesetze. Nun, manchmal sind beide identisch. Aber manchmal unterscheiden sich auch sehr gewaltig. Ich habe in einer der letzten Predigten deutlich gemacht, dass Sünde, die Gesetzwidrigkeit, die Gesetzlosigkeit, die Übertretung des Gesetzes, mit anderen Worten, jemand lebt so, als ob es Gottes Gesetz gar nicht gibt, und natürlich übertritt er es dann, dass sie auch definiert werden kann, dass man sagt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Nun, Gottes Gesetz wird als heilig und recht und gut beschrieben,
Und so übertritt man natürlich das Gesetz Gottes, wenn man nicht so lebt, wie es das gute Gesetz uns vorschreibt. Aber wenn auch Gottes Gesetz, sagen wir einmal, neutral ist, es gibt gewisse Dinge, Bereiche im Leben, da sagt Gottes Gesetz nicht unbedingt, wie man da jetzt sich verhalten muss, dann sündigt man gleichwohl, wenn man seine eigene Gewissensüberzeugung verletzt. Denn es heißt auch, dass jemand sündigt, wer nicht gemäß seines Glaubens handelt. Und dann kann man auch gegen andere sündigen, selbst wenn man so lebt, wie Gott es uns vorschreibt, und wenn man sein Gewissen nicht verletzt, aber durch unsere Verhaltensweise jemand anderer dazu motiviert wird, sein Gewissen, das noch schwach ist, zu verletzen, dann sündigt man auch. Alles dies ist zusammengefasst in der Aussage, wer Sünde tut, der übertritt das Gesetz Gottes. Denn das Gesetz Gottes ist nicht etwas Nebulöses. Es ist auch nicht nur etwas, was beschränkt ist auf den Buchstaben, sondern Christus kam, das Gesetz Gottes groß zu machen und uns den Sinn des Gesetzes nahe zu bringen. Nun, das heißt nicht, dass er kam, um den Buchstaben abzulösen durch den Sinn des Gesetzes. Das ist das, was einige Theologen uns weismachen wollen. Aber als Anwalt versteht man das besser. Und wenn man dann die Rechtsanwaltschaft mit der Theologie verbindet, versteht man, dass Christus kam, um uns nicht nur zu zeigen, wie man das Gesetz halten muss, sondern auch um die Motivation, den Sinngehalt des Gesetzes uns nahezubringen. Mit anderen Worten, jemand übertritt das Gesetz nicht nur, wenn er wirklich jemanden tötet, sondern bereits, wenn er jemanden hasst. Weil der Hass die Motivation ist, die dazu führen kann, dann jemanden zu töten. Wenn man das so sieht, dann versteht man vielleicht, dass wir gar nicht so gute Menschen sind, wie wir vielleicht denken, dass wir durchaus gesündigt haben. Schauen Sie, die Bibel ist ein Gesetzbuch. Paulus war ja Pharisäer. Der hat das Gesetz des Alten Testamentes studiert. Der hat das sehr gut verstanden. Aber er hat in seinen neutestamentlichen Schriften uns deutlich gemacht, wie man das Gesetz Gottes halten muss vom Sinngehalt her. Begreifen wir, meine Damen und Herren, dass es keinen Menschen gibt, keinen Menschen gegeben hat, mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme war Jesus Christus. Ansonsten hat es keinen Menschen gegeben und es gibt auch heute keinen Menschen, der nicht sündigt. In 1. Johannes Kapitel 3 fahren wir fort mit Vers 5. Zunächst wurde hier gesagt in Vers 4, dass wer Sünde tut, der übertritt das Gesetz, der übertritt oder begeht die Gesetzwidrigkeit, die Gesetzlosigkeit. Aber jetzt heißt es in Vers 5, und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wie nimmt er unsere Sünden weg? Wie ich sagte, nicht nur dadurch, dass er uns den wahren Wert des Lebens und die Gottesweise zeigt, wie man leben soll, da ist viel mehr mit verbunden. Zunächst einmal, Sie haben gesündigt. Ich habe gesündigt. Sie sündigen. Ich sündige. Heute. Egal, in welchem Zustand der Gläubigkeit wir uns befinden mögen. Jeder Mensch sündigt. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Einige meinen, sie sind so gerecht, so vollkommen, dass sie nicht mehr sündigen. Auch wenn sie vielleicht zugeben, dass sie in der Vergangenheit gesündigt haben. Diese Menschen verführen sich. Die haben eine Einstellung über sich selbst, die gotteswidrig ist. Wie wir das jetzt gleich noch sehen werden. Aber schauen wir uns zunächst einmal im Alten Testament eine Stelle an, im 1. Könige Kapitel 8. Hier findet sich eine Aussage von dem weisesten Menschen, der je gelebt hat, mit der Ausnahme natürlich von Jesus Christus. Aber hier wird Salomo beschrieben. Der hat unglaubliche Weisheit erlangt von Gott. Nur hat ihm die auch nicht unbedingt sehr viel geholfen, wie wir ja aus einer anderen Predigt wissen, die ich bereits gegeben habe über das Leben Salomos. Aber in 1. Könige Kapitel 8 lesen wir angefangen Vers 46. Es geht hier um die Einweihung des Tempels, den Salomo damals fertiggestellt hat. Und dann hat er hier ein öffentliches Gebet gesprochen. Zu Gott, aber in der Gegenwart des gesamten Volkes. Und er hat hier in 1. Könige 8 gesagt, angefangen in Vers 46.
wenn sie an dir sündigen werden. Schauen Sie, Sünde ist direkt, ist gegenüber Gott zu verstehen. Sie bezieht sich immer auf Gott. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Nun, wenn es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt, so schließt das sie und ich mit ein. Und du zürnst ihnen, mit anderen Worten, Gott sieht nicht nur auf Sünde als etwas, was unerheblich ist, sondern Gottes Zorn kommt über uns, wenn wir sündigen. Das ist eine andere Formulierung wie die Strafe des Gesetzes ist über uns, wenn wir sündigen, wenn wir gegen Gottes Gesetz verstoßen. Und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden. Also die Konsequenz von Sünde kann manchmal auch eine sehr physische sein. In diesem Falle bezog es sich auf Sklaverei, dass die Israeliten, die Juden in der Tat in die Sklaverei geführt worden sind, weil sie nämlich ihre Sünden nicht bereut haben. Auch da werden wir noch kurz drauf zu sprechen kommen. Also du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder nahe, und das ist ja dann auch historisch gesehen geschehen, und sie nehmen es sich zu Herzen im Lande, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Gefangenschaft. Mit anderen Worten, hier wird Reue beschrieben, eine Umkehr, eine Änderung der Gesinneshaltung. Zunächst einmal erkennt man, man nimmt es sich zu Herzen, dass man etwas falsch gemacht hat, aber damit ist es nicht genug. Man bereut dies, man ist sehr bekümmert darüber, aber dann wendet man sich an Gott und bittet um Vergebung. Und so heißt es hier, sie flehen zu dir im Lande ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt. Wir haben übel getan. Wir sind gottlos gewesen. Schauen Sie, wie das alles zusammenhängt. Sünde bedeutet, man tut etwas Übles. Und wenn man das tut, dann wird man gottlos. Und bekehren sich zu dir von ganzem Herzen im Lande ihrer Feinde, die sie weggeführt haben. Und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe. So wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und ihnen Recht schaffen. Man kann auch sagen, ihnen Gerechtigkeit geben. Und wollest vergeben deinem Volk, das an dir gesündigt hat. Alle ihre Übertretungen, mit denen sie gegen dich gesündigt haben, und wollest sie Erbarmen finden lassen bei denen, die sie gefangen halten, sodass sie sich ihrer erbarmen. Schauen Sie, Bekehrung oder Reue hat Konsequenzen. Genauso gut wie Sünde Konsequenzen hat. Hier flehen sie zu Gott und finden bei Gott Erbarmen, finden bei Gott Vergebung. Aber was hat dies mit dem Opfertod Jesu Christi zu tun? Hier wird ja gar nichts von dem Tod Jesu Christi gesagt. Wo ist hier der Zusammenhang? Zunächst einmal wird hier deutlich gemacht, dass Salomo wusste, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt. Und dass die Sünde von Gott vergeben werden muss. Die Sünde, die Übertretung des Gesetzes, die Gesetzlosigkeit, das Unrecht, die Gesetzwidrigkeit, das Übeltun, muss von Gott vergeben werden. Schauen wir uns in Prediger Kapitel 7 an, was wiederum Salomo, der ja den Predigerbrief geschrieben hat, was er hierzu zu sagen hat in Prediger Kapitel 7 und in Vers 20. Der Salomo, der sprach natürlich aus eigener Erfahrung, wie wir wissen. Aber er hat das sehr richtig hier formuliert. Prediger Kapitel 7 und in Vers 20. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. So, das bezieht sich dann auch auf Sie. Das bezieht sich dann auch auf mich. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Und wenn jemand sich das einbildet, wenn jemand das von sich behauptet, dass er so gerecht ist heute, dass er nicht sündigt, dann, wie wir noch sehen werden, bezeichnet Gott ihn als einen Lügner. Jemand, der die Wahrheit nicht kennt und nicht lehrt.
Schauen Sie, der Hiob, und ich habe ja auch bereits über Hiob gesprochen, der hat gemeint, dass er so gerecht war, dass er nicht sündigen könnte. Und als Gott ihm dann gezeigt hat, durch viele Leiden, die auf ihn hereinkamen, dass er gleichwohl ein Problem hatte, zunächst hat er es nicht akzeptiert. Zunächst hat er so gesagt, dass er gerechter war als Gott. Und er wollte Gott zeigen, wie gerecht er war im Vergleich zu Gott. Aber am Schluss hat er dann seine Sünde, die Sünde der Selbstgerechtigkeit, anerkannt. Und er hat dann bereut. Und er sprach sich dann schuldig. Wir alle müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir anerkennen, dass wir gesündigt haben und dass wir heute auch noch sündigen. Und müssen aber dann die Sünde bereuen, uns schuldig sprechen vor Gott und ihn um seine Vergebung bitten. In Lukas Kapitel 24 kehren wir zum Neuen Testament zurück. Lukas Kapitel 24 lesen wir Vers 47. Lukas Kapitel 24 und in Vers 47. Christus gibt hier der Kirche einen Auftrag, das Evangelium zu predigen vom Reich Gottes. Aber da gehört mehr dazu, als nur zu sagen, wir lehren heute das Evangelium. Das hat ja einen Inhalt. Und hier wird ein Teil des Inhaltes beschrieben. Vers 47. Dass gepredigt wird in seinem Namen Buße oder besser Reue, wie die Mengebibel es sagt. Reue. Man kehrt um. Man hat eine andere Gesinneshaltung. Man versteht, dass man falsch gehandelt hat, falsch gedacht hat und will jetzt eine andere Lebensweise führen. Dass also gepredigt wird in seinem Namen Buße oder Reue zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also es wird gepredigt, die Notwendigkeit zu bereuen, aber es wird dies gepredigt im Namen Jesu Christi, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Ich habe hier die Mengebibel vor mir liegen, die eine sehr gute Beschreibung von Reue gibt. Sie sagt zunächst einmal, wenn es heißt, tut Buße, dass dies eine Fehlübersetzung ist. Es schreibt hier in der Anmerkung, richtiger sollte es heißen, bekehrt euch oder kehrt um oder geht in euch oder ändert euren Sinn oder stellt euch innerlich um. Buße bedeutet Sinnesänderung, Umkehr, nicht unbedingt Sühneleistung. Es geht um eine Sinnesänderung, um eine Umkehr. Und dann heißt es später auch, dass eine bessere Übersetzung von Buße die Übersetzung ist Bekehrung oder Sinnesänderung oder Gesinnungswandel. Darum geht es. Nicht nur eine theoretische Gesinnesänderung, sondern eine Umkehr. Man kehrt um von dem, was man falsch getan hat und beginnt das Richtige zu tun. Das ist Teil der Reue, die wir Gott gegenüber haben müssen, damit wir die Vergebung unserer Sünden erlangen können. Nun schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 1 einmal an. Wir waren ja eben bereits schon im 1. Johannesbrief, wo wir über die Definition von Sünde gesprochen haben. Aber in 1. Johannes Kapitel 1 sagt uns Johannes noch viel mehr. Angefangen in Vers 8. 1. Johannes Kapitel 1 und in Vers 8. Schauen Sie sich einmal genau an und fragen Sie sich, inwieweit das auf Sie zutrifft, was hier geschrieben steht. Wenn wir sagen, wir Christen, weil Johannes spricht ja die Christen an in diesem Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Gegenwart, es geht nicht um die Vergangenheit hier, wenn wir heute sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Gott gegenüber bekennen, anerkennen, dass wir sündigen, die Sünde bereuen,
uns an Gott um Vergebung wenden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er nimmt die Sünde weg. Er nimmt die Ungerechtigkeit weg. Er reinigt uns von unserer Sünde. Aber wir müssen uns an Gott wenden, um Sündenvergebung zu erlangen. Und nun heißt es in Vers 10. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, das bezieht sich jetzt auf unsere vergangenen Sünden, die wir in der Vergangenheit begangen haben. Vielleicht vor unserer Bekehrung. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, wir waren immer ein guter Mensch, wir haben immer das getan, was ja nun doch irgendwie das Richtige ist. Wenn wir das sagen, so machen wir ihn zum Lügner. So machen wir Gott zum Lügner. Warum? Weil Gott uns gesagt hat, und wir haben dies bereits jetzt mehrfach gelesen, es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat. So machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Schauen Sie, Hiob betrog sich selbst. Der meinte, ohne Sünde zu sein. Meinen wir dies manchmal auch von uns? Schauen wir uns unser heutiges Leben an und vergleichen wir es vielleicht mit dem, wie wir so vor 10 oder was immer Jahren gelebt haben und sagen uns, ja, wir leben hier heute ein ganz gutes Leben. So, wir haben an und für sich heute keine Sünde mehr. Wir brauchen die Vergebung Christi für unsere Sünden heute nicht mehr. Wenn wir dies meinen, dann machen wir Gott zum Lügner, wir betrügen uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns, denn jeder Mensch sündigt auch heute noch. Und jeder Mensch bedarf auch heute noch der Vergebung der Sünde. Römer Kapitel 5, schauen wir uns nun an, was Paulus im Römerbrief sagt. Römer Kapitel 5 und in Vers 12. Römer Kapitel 5 und Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Schauen Sie, es geht hier um Adam und Eva. Die haben ja gesündigt. Die haben das Gebot Gottes gebrochen. Gott hat denen gesagt, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er hat sogar auch gesagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Aber die haben Gott nicht geglaubt. Die sind ungehorsam geworden. Und was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Die Übertretung des Gebotes Gottes. Gesetzwidrigkeit, Gesetzlosigkeit. Unrecht. Also durch das Verhalten von Adam und Eva kam die Sünde in die Welt. Und der Tod, heißt es hier in Vers 12, und der Tod durch die Sünde. Warum? Warum der Tod? Nun, in Römer Kapitel 6 und Vers 23, wir kommen auf die Stelle gleich zurück, hier in Römer 3, oder vielmehr in Römer 5, aber hier in Römer 6 und Vers 23 wird uns gesagt, warum der Tod in die Welt kam, als die Sünde in die Welt kam. Römer Kapitel 6 und Vers 23, denn der Sünde sollt ist der Tod. Der Sünde sollt. Mit anderen Worten, die Bezahlung für das, was wir tun. Wenn wir eine Leistung erbringen, wenn wir eine gute Leistung erbringen, dann bekommen wir eine gute Bezahlung. Wenn wir eine schlechte Leistung erbringen, dann bekommen wir eine schlechte Bezahlung, manchmal eine Strafe. Wenn wir ein Verbrechen begehen, dann ist der Sold, die Bezahlung des Verbrechens, das Gefängnis oder vielleicht sogar die Todesstrafe. Und wenn man also mit anderen Worten sündigt, dann erhält man als Sold, als Bezahlung, als Konsequenz der Sünde den Tod. Aber nicht nur den physischen Tod, es geht hier um den ewigen Tod. Denn lesen wir weiter, was geschrieben steht in Römer 6 und Vers 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier werden klar und deutlich zwei Gegensätze zum Ausdruck gebracht. Nun glauben Sie nicht diesen verwirrten Theologen, die uns sagen wollen, das sind an und für sich keine Gegensätze, denn wir alle haben ja bereits schon das ewige Leben. Wir haben ja eine unsterbliche Seele. Wenn wir sterben, wird unsere unsterbliche Seele weiterleben. Mit anderen Worten, hier wird nur gesagt, Tod ist die Trennung von Gott. Das ist hier nicht gesagt. Steht das bei Ihnen in der Bibel so? Schauen wir uns dies noch einmal an. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Auf der einen Seite der Tod, der ewige Tod.
Auf der anderen Seite das ewige Leben, aber das ist eine Gabe, die Gott uns geben muss. Wir haben das ewige Leben noch nicht heute, sondern Gott muss uns das ewige Leben geben. Darum heißt es auch, dass wir das ewige Leben ererben müssen. Kehren wir jetzt zu Römer Kapitel 5 zurück und lesen wir weiter in Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Einige sagen, ja, das ist die sogenannte Erbsünde. Mit anderen Worten, Adam und Eva haben gesündigt und weil die gesündigt haben, haben wir die Sünde ererbt. Blödsinn! Unfug! Es geht hier darum, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Warum? Paulus sagt, weil sie alle gesündigt haben. Sünde ist eine individuelle Sache, die sich auf ihr Leben im Hinblick auf Gott bezieht. Jeder Mensch sündigt, wie wir gelesen haben. Alle haben gesündigt, ohne Ausnahme. Die einzige Ausnahme, wie wir noch sehen werden, war Jesus Christus. Der Tod ist zu allen Menschen gekommen, weil alle Menschen gesündigt haben. Und die Strafe für Sünde ist der Tod. Lesen wir Römer 3 und Vers 9. Römer 3 und Vers 9. Was sagen wir denn nun, sagt Paulus hier. Haben wir Juden einen Vorzug? Einige meinen das. Denken Sie daran, wie die Juden damals zur Zeit Christi gesagt haben, wir haben Abraham als Vater. Wir haben nie in Sklaverei gelebt. Weil Christus sagt, ihr alle seid die Sklaven der Sünde. Haben wir Juden einen Vorzug? Sagt Paulus. Gar keinen. Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen, oder man könnte sagen Juden und Nichtjuden, mit anderen Worten die gesamte Menschheit, alle Menschen, die sind unter der Sünde. Die sind unter der Sünde, weil sie gesündigt haben. Und die Sünde schwebt jetzt über ihnen sozusagen. Sie sind in der Gewalt der Sünde. Und der Sünde sold ist der Tod. Sie sind alle dem Tod unterworfen. Vers 23 in Römer 3. Römer 3 und Vers 23. Es heißt, sie sind allesamt Sünder. Juden und Nichtjuden. Und sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Nun, meine revidierte Lutherbibel hat eine Anmerkung hier. Und die schreibt, wörtlich heißt es hier, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Schauen Sie, hier wird auf das Potenzial des Menschen angesprochen. Warum hat Gott den Menschen überhaupt erschaffen? Gott hat den Menschen erschaffen, um die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Aber durch die Sünde hat sich der Mensch von Gott getrennt, wie wir das noch in einer weiteren Predigt demnächst hören werden. Und dann die Herrlichkeit zunächst einmal verloren, die Gott ihnen geben wollte. Alles das hat jetzt mit dem Opfertod Jesu Christi zu tun, wie wir gleich sehen werden. Denn diese Herrlichkeit kann wieder erlangt werden. Aber zunächst einmal hat die Menschheit sie verloren, denn alle haben gesündigt. Alle sind unter der Sünde. Das heißt, die Sünde herrscht über uns alle, beherrscht uns. Die Menschheit wurde zum Knecht der Sünde. Und als Sünder ermangeln wir des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, ermangeln wir der Herrlichkeit, die uns Gott zugedacht hat. Und da wir alle gesündigt haben, muss es nun einen Ausweg geben, um diese Herrlichkeit doch noch erlangen zu können. Aber nichts, was wir von uns aus tun können, was Sie von sich aus tun können, was ich von mir aus tun kann, nichts ist in der Lage, die Strafe für die Sünde, die Gesetzwidrigkeit, die Übertretung des Gesetzes Gottes zu bezahlen. Mit anderen Worten, nichts, was Sie oder ich tun können, wird in der Lage sein, die Sünde, die wir bereits begangen haben, vom Tisch zu fegen, sozusagen. Auch wenn Sie heute gerecht leben, auch wenn Sie heute wirklich ohne Sünde leben würden, was nicht möglich ist, wie wir gesehen haben, aber wenn das tatsächlich der Fall wäre,
dann können sie trotz alledem nicht die Sünde, die sie bereits begangen haben, im früheren Leben sozusagen, vor ihrer Bekehrung, die können sie nicht annullieren. Die ist nach wie vor da. Und der Sündesold ist der Tod. Sie sind nach wie vor dem Tode unterworfen. Es sei denn, Gott gibt uns einen Ausweg. Römer 3, die Verse 19 und 20. Römer 3 und die Verse 19 und 20. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Mit anderen Worten, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben das Gesetz gebrochen. Wir alle sind unter dem Gesetz. Wir alle sind unter der Sünde. Das Gesetz und die Strafe des Gesetzes, der Tod, schwebt über uns wie das berühmte Damoklesschwert. So heißt es hier, wir wissen, dass was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Wir sind schuldig, weil wir das Gesetz Gottes gebrochen haben. Vers 20. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes, was immer sie tun mögen heute, in Bezug auf das Halten des Gesetzes, ob das jetzt Rituale sind, ob das jetzt physische Dinge sind, ob das jetzt sogar das Halten der 10 Gebote ist. Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein. Denn wenn sie heute das Gesetz halten, rechtfertigt das ja nicht, was sie gestern falsch getan haben. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Schauen Sie, das Gesetz ist uns gegeben worden, um uns zu lehren, was Sünde ist. Das ist Sinngehalt des Gesetzes, uns zu erklären, was Sünde ist. Aber das Gesetz alleine bewirkt ja nicht, dass wir das Gesetz dann auch halten. Das Gesetz zeigt uns nur, was richtiges und falsches Leben bedeutet. Mit anderen Worten, nichts, was wir dann tun können, und auch das Gesetz nicht, kann uns vom Tode erlösen, den wir verdient haben, weil wir das Gesetz Gottes übertreten haben, weil wir gesündigt haben. Es bedurfte mehr. Mehr ist erforderlich, als nur die Wahrheit zu kennen, das Gesetz zu verstehen, was Sünde ist und jetzt zu beginnen, dann auch das Richtige zu tun. Wie ich sagte, das bringt ja nicht das aus der Welt, was wir bereits in der Vergangenheit Falsches getan haben. Schauen wir uns nun an, was Jesus Christus selbst sagt. In Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Er spricht hier zu Nikodemus, der verstand, dass Jesus Christus von Gott gekommen war. Aber der verstand nicht, wie man ins Reich Gottes gelangen konnte. Ein anderes Thema. Aber hier sagt uns Christus etwas sehr Deutliches in Johannes Kapitel 3, angefangen in Vers 16, der sogenannte goldene Vers der Bibel. Manche oder viele kennen ihn, aber verstehen sie auch, was damit gemeint ist. Johannes Kapitel 3 und Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit anderen Worten, nicht alle haben das ewige Leben. Erforderlich ist, dass wir an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben, damit wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber Glauben in theoretischer Hinsicht ist nicht genug. Zu sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus und damit aber nicht dann auch so zu leben, wie Christus es von uns erwartet, ist nicht genug. Im Jakobusbrief heißt es, du glaubst, nun gut. Die Teufel glauben auch. Und die zittern. Die zittern vor der Strafe, weil sie sich nicht Gottes Gesetz, Gottes Willen untertan machen wollen. Und Jakobus sagt, dass der Glaube sich durch unser Wirken, durch unser Handeln, durch unsere Tätigkeit manifestieren muss. Zeigen muss, dass wir den Glauben haben, dadurch, wie wir leben. Christus fährt fort in Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Achten Sie darauf,
durch ihn gerettet werde. Mit anderen Worten, es war notwendig, dass Jesus Christus in die Welt kam, um die Welt zu erretten. Aber notwendig ist auch, wie wir gesehen hatten, Reue und Glaube. Aber Glaube, der, wie Paulus sagt, der sich durch tätige Nächstenliebe wirksam erweist. Es gibt nur einen einzigen Menschen, wie ich mehrmals bereits angedeutet habe, der nie gesündigt hat. Und dieser Mensch war Jesus Christus. Jesus Christus war Gott. Nun, viele wissen das auch nicht. Viele verstehen nicht, dass Jesus Christus Gott war. Es heißt, dass Gott der Vater alles durch Christus erschaffen hat. Christus ist ihr Schöpfer. Christus hat den Menschen erschaffen. Im Anfang der Bibel heißt es, Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Der Vater sprach zum Sohn, Jesus Christus. Und Christus hat dann den Menschen erschaffen. Im Johannesbrief heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Mit anderen Worten, das Wort, der Logos, der Sprecher im Griechischen, Jesus Christus. Es heißt, dass das Wort Fleisch wurde, in Johannes 1 und Vers 14. Der Sprecher, der Logos, Jesus Christus, wurde Fleisch, wurde ein Mensch, entäußerte sich seiner Göttlichkeit. Er wurde ein Mensch, wie Sie und ich Mensch sind. Er lebte im Fleisch, unter uns. Er hatte Gottes Heiligen Geist seit seiner Zeugung uneingeschränkt. Und dadurch hatte er die Kraft, die Sünde, wie wir noch sehen werden, zu überwinden. Aber er lebte im Fleisch. Er wurde ein Mensch. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 4 an. Was das bedeutet, wenn wir uns wiederum an die Aussage erinnern, Christus starb für unsere Sünden. Denken wir daran, dass Christus ein Mensch wurde. Aber Christus war natürlich auch Gott. Er war ja ein Gottwesen seit aller Ewigkeit. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es Jesus Christus nicht gab. Es hat auch nie eine Zeit gegeben, wo es Gott den Vater nicht gab. Christus war der Schöpfer der Menschen. Und so war natürlich sein Leben wertvoller, wenn man das so ausdrücken will, als das Leben aller Menschen zusammengenommen. Er war ja der Schöpfer. Aber er wurde Fleisch. Und als Gott im Fleisch, Immanuel, konnte er natürlich sterben. Gott als Geistwesen kann nicht sterben. Aber als ein Fleischwesen konnte er natürlich sterben und ist gestorben. Und wie wir noch sehen werden, hat dadurch Sündenvergebung möglich gemacht. Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, denn Jesus Christus lebt heute. Er ist ja nicht tot im Grabe geblieben, er ist auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren. Er sitzt heute neben Gott dem Vater auf seinem Thron, zur Rechten Gottes. Er tritt für uns ein, er ist unser lebendiger Hohenpriester. Aber Paulus sagt hier, wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Christus blieb sündenlos, aber er wurde in allem versucht, wie wir. Er lebte in diesem Fleisch. Glauben Sie niemals, dass Jesus nicht verstehen könnte, wenn Sie durch Probleme hindurchgehen müssen, wie das ist. Denken Sie daran, dass Jesus, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet hat, wie der Teufel zu ihm kam und ihn versuchte. Das war eine Versuchung. Jesus hätte sündigen können, aber er besiegte die Sünde im Fleisch. Aber es war nicht einfach für ihn. Es war durchaus möglich, dass er hätte sündigen können. Schauen Sie, als Mensch hatte er die gleichen Versuchungen, die Sie und ich heute haben. Es war durchaus möglich für ihn zu sündigen. Warum sonst hätte er überhaupt versucht werden sollen? Der Teufel, Satan, der war davon überzeugt, dass er Christus versuchen könnte, dass Christus sündigen könnte. Sonst hätte er ihn erst nicht versucht. Schauen wir uns in Hebräer Kapitel 5 an, die Verse 7 bis 9.
Hier wird deutlich gemacht, was für einen Kampf Jesus Christus auskämpfte, um nicht sündigen zu können oder zu sollen. Hebräer 5 und Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Dem Tod, der Sold ist für die Sünde. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Nun, wir wissen, Christus starb den physischen Tod. Aber er hat natürlich nicht den ewigen Tod erlitten, weil er nie gesündigt hat. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Mit anderen Worten, er hat gelernt, dass man in diesem Fleisch Gott gehorsam sein kann. Dass man in diesem Fleisch nicht sündigen muss. Nun, die Tatsache, dass wir heute nach wie vor sündigen, zeigt uns, dass wir noch nicht die Vollkommenheit erlangt haben, die Christus sein ganzes Leben hindurch hatte, der nie gesündigt hat. Und zwar hat er dies nicht von sich aus tun können, sondern er hat dies getan, weil Gottes Geist in ihm lebte. Vers 9. Und als er vollendet war, ist er für alle, mit anderen Worten, als er dann starb, ist er für alle, die ihm gehorsam sind. Schauen Sie, es geht nicht nur um theoretischen Glauben, um die theoretische Idee, dass man jetzt an Christus glauben muss als unseren Erlöser. Für alle, die ihm gehorsam sind, heißt es hier, die das Gesetz Gottes beobachten, die dem Gesetz gehorchen. Christus sagt, glaubet nicht, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen, ich bin gekommen, es zu erfüllen, anzufüllen mit dem Sinngehalt. Und wir müssen Christus gehorsam sein, wir müssen Gott dem Vater gehorsam sein. Und so heißt es hier, er ist für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heiles geworden. Aber kehren wir zurück auf den Kampf, den Christus gekämpft hat. In Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Da lesen wir angefangen in Vers 39 diesen Kampf, den Christus ausgefochten hat. Nicht nur für sich, sondern auch für uns alle, denn wenn Christus gesündigt hätte, wenn er den ewigen Tod, der Sünde soll, ist der Tod, gestorben wäre, hätten sie keinen Erlöser, hätten sie keine Möglichkeit für die Vergebung ihrer Sünden. Lukas Kapitel 22, die Verse 39 bis 44. Das ist natürlich zum Zeitpunkt kurz vor seiner Gefangennahme und er wusste, was ihm bevorstand. Er hatte das klar und deutlich verkündet, dass er überantwortet werden würde den Sündern und sie würden ihn dann martern und sie würden ihn dann töten. Und er wusste das. Und menschlich gesehen war das nicht etwas, dem er sehr freundlich mit positiver Erwartung entgegensah. Und so lesen wir hier in Vers 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, da sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Nun, die fielen alle in Anfechtung, die haben ihn alle verlassen, als Christus dann gefangen genommen wurde. Vers 41, und er riss sich von ihnen los, denn die Jünger haben nicht gebetet, obwohl Christus ihnen sagte, sie sollten beten, aber die sind eingeschlafen. Und er riss sich von ihnen los, Vers 41, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach. Warum? Wenn es für ihn unmöglich gewesen wäre, zu sündigen. Er betete zu Gott dem Vater und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Diesen Kelch der Marterung, diesen Kelch der Tötung, der Kreuzigung, der Geißelung. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Christi menschlicher Wille wollte nicht durch diese Dinge hindurchgehen. Aber Christus hat sich dem Willen Gottes selbst in dieser Situation untergeordnet. Aber es war nicht einfach. Und Vers 43, und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Christus bedurfte der Stärkung, der geistlichen Stärkung.
Vers 44. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war ein echter Kampf, den Christus hier durchgeführt hat. Nicht nur in dieser Situation. Christus wusste, eine Sünde, eine Möglichkeit, eine Episode, dem Willen Gottes nicht untertan zu sein, wäre genug, das gesamte Leben der Menschheit für alle Zeiten auszulöschen und sein eigenes. Doch durch den Tod Christi, der sündenlos blieb, können unsere Sünden, ihre Sünden, meine Sünden vergeben werden. Sein Tod ist als Bezahlung ausreichend. Erforderlich ja, aber auch ausreichend. Denn er erschuf ja als Gott den Menschen. Wie ich sagte, sein Leben, das heißt das Leben des Schöpfers des Menschen, ist natürlich weitaus mehr wert als das Leben aller Geschöpfe zusammengenommen. Denken Sie an einen Erfinder, der heute einen Computer erfindet. Nun, wenn der Computer zu Brüche geht, er kann einen neuen Computer bauen. So konnte Christus auch, wie er sagte, aus Steinen Leben erwecken, wenn dies notwendig gewesen wäre. Christus kam also, um uns von der Sünde und der Strafe für unsere Sünde, das heißt den Tod, zu befreien. Doch begreifen wir wirklich, was dies alles bedeutet? Vielfach hört man so diese Floskel heute, ja, Christus starb für unsere Sünden. Und wie ich am Anfang der Predigt bereits sagte, verstehen wir wirklich, was das alles bedeutet? Was das beinhaltete? Wieso das notwendig war? Was Christus erleben musste, wodurch er hindurchgehen musste, um dies möglich zu machen? Schauen wir uns Johannes 1 an, Vers 29. Johannes 1 und Vers 29. Hier spricht Johannes der Täufer, der ja die Menschen taufte, die Reue empfanden für ihre Sünden. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Christus kam. Er kam als Lamm, um sich die Sünden der Welt auf seinen Rücken zu laden, auf seine Schultern zu laden sozusagen und dann wegzutragen, sodass sie nicht mehr existieren würden. Ihre Sünden auf sich zu nehmen und sie dann wegzubringen. In Jesaja Kapitel 53, eine sehr berühmte Prophezeiung, die sich natürlich auf Christus bezieht. Und jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, dann frage ich mich, wieso kann jemand eine solche Stelle lesen und nicht begreifen, dass sie auf Christus gerichtet ist? Viele Juden heute lehnen das Neue Testament ab. Die lehnen ab, dass Jesus Christus als der Messias gekommen ist, obwohl sie die Stelle in Jesaja 53 haben. Obwohl hier klar und deutlich gesagt wird, dass der Messias zunächst einmal als der Leidende kommen würde, der für unsere Sünden sterben würde. Viele Juden heute erwarten bereits den Messias, der kommen wird, um das Reich Gottes zu errichten. Das wird geschehen in der Zukunft. Das ist wiederum Jesus Christus, der das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird. Aber sie verstehen nicht, obwohl die Bibel es klar und deutlich hier uns sagt, dass Christus zunächst einmal als der leidende Heiland kommen musste, um für uns zu sterben. Jesaja 53, Vers 6. Jesaja 53 und Vers 6. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus Christus, der Heiland, trug unsere Sünden. Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Schauen Sie, er trägt sie weg, er vergibt sie und dadurch können wir Gerechtigkeit erlangen. Rechtfertigung. Unsere Sünden werden vergeben.
Jesus hat sein ganzes Leben hindurch die Charakteristika eines Lammes gezeigt. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir: Als er gemartert wurde, da litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und nun lesen wir in Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, die Verse 24 bis 26. Was hat der Tod Jesu Christi bewirkt? Der Tod des Sohnes Gottes, der Gott war, der Mensch wurde, der für Sie und mich gestorben ist, der aber wieder auferweckt wurde und wieder ein Gottwesen wurde, mit der gleichen Kraft, der gleichen Herrlichkeit, die er hatte, bevor er Mensch wurde. Römer 3, angefangen in Vers 24. Wir hatten gerade gelesen in Vers 23, wir sind allesamt Sünder. Wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, der Herrlichkeit, die uns Gott zugedacht hatte. Vers 24, und sie werden ohne Verdienst. Es hat nichts damit zu tun, wie gerecht sie gelebt haben mögen. Denn sie haben gesündigt, ich habe gesündigt. Vergebung kann nur durch Gnade erfolgen, nicht durch Verdienst. Sie werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist, schauen Sie, und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Viel wird an dieser Stelle gesagt. Hier wird davon gesprochen, dass Sünden vergeben wurden, die wir früher begangen haben. Früher, vor unserer Bekehrung. Es wird auch davon geredet, dass Christus, der gerecht ist, uns gerecht macht. Wenn wir den Glauben haben an Christus, dass er uns gerecht machen kann. Mit anderen Worten, alles dies gibt uns keinen Freibrief, nun weiter zu sündigen, nachdem unsere früheren Sünden vergeben worden sind. Wir haben also nicht jetzt die Möglichkeit vor Augen, oder sollten sie nicht vor Augen haben, zu sagen, ja, mein Gut, Christus vergibt uns unsere Sünden, Christus ist für uns gestorben, wir können ruhig weiter sündigen. Und wenn wir das tun, dann wird Christus uns auch weiter, und Gott der Vater wird uns dann weiter vergeben. Es ist kein Freibrief für Gesetzlosigkeit. Schauen wir uns Römer Kapitel 6 an, die Verse 1 und 2. Römer Kapitel 6 und die Verse 1 und 2. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Der wir abgestorben sind. Wir haben ja eine Gesinnesänderung vollzogen, eine Umkehr. Wir wollen ja heute nicht mehr so leben, wie wir damals gelebt haben. Wir wollen heute nicht mehr in den Ausschweifungen, in den Saufgelagen leben, an denen wir vielleicht damals teilgenommen haben. In Römer Kapitel 4 und Vers 25 lesen wir. Römer Kapitel 4 und Vers 25. Christus ist um unserer Sünden willen, um unserer Sünden willen. Er war ja sündenlos, wie wir bereits gesehen haben. Aber um unserer Sünden willen ist er dahingegeben worden. Und um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden. Patloch schreibt hier, um unserer Gerechtwerdung willen ist er auferweckt worden. Denn Christus macht uns heute als der lebendige Hohepriester gerecht. Auf zweierlei Weise. Zunächst einmal, indem er
uns auch heute nach wie vor Sünden vergibt, die wir begehen, aber dann aufrichtig bereuen. Und dann aber auch, weil er in uns lebt und uns die Kraft gibt, durch den Heiligen Geist nicht weiter zu sündigen. Schauen Sie, ohne Gottes Geist, allein auf unsere fleischliche, menschliche Natur angewiesen, können wir, gemäß von den Aussagen des Paulus, überhaupt dem Gesetz Gottes gar nicht untertan sein, können es gar nicht halten. Wir können es nur halten dadurch, dass Christus durch seinen Geist in uns lebt. In Römer Kapitel 5 lesen wir in Vers 10. Römer Kapitel 5 und Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, und wie wir noch sehen werden in der nächsten Predigt, trennt uns unsere Sünde von Gott. Und eine Versöhnung muss stattfinden. Und wenn wir von Gott oder mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, dadurch, dass er unsere Sünden vergibt, wenn wir sie bereuen. Als wir noch Feinde waren, Christus ist ja bereits gestorben, bevor wir überhaupt erkannt haben, dass wir gesündigt haben und dann begonnen haben, Sünde zu bereuen. Mit anderen Worten, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Wie werden wir gerettet werden durch sein Leben? Nun schauen wir uns in Galater Kapitel 2, Vers 20 an, was Paulus uns sagt. Und das gilt für alle Christen, in denen Gottes Geist wohnt. Galater 2, Vers 20. Wir sind versöhnt worden mit Gott durch den Tod Jesu Christi. Wir werden selig werden, wir werden gerettet werden durch sein Leben. Wie? Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in Ihnen, wenn Sie ein bekehrter Christ sind und den Heiligen Geist Gottes erlangt haben. Und es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, es ist durch das Leben Jesu Christi in Ihnen, dass wir mehr und mehr in die Lage versetzt werden, Gott gehorsam zu sein, Gottes Gesetz zu halten. Aber wir werden auch noch nach unserer Bekehrung sündigen, wie wir dies bereits gelesen haben. Das geschieht aus Schwäche. Das geschieht aus Gewohnheit vielleicht. Aber es geschieht nicht, es darf nicht geschehen, aufgrund von arglistigem, vorsätzlichem Verhalten, eines Verhaltens, das sagt, ja, ich kehre mich nicht darum, was Gott will. Ich hasse das, was Gott von mir erwartet und verlangt. Darum kann es nicht gehen. Wir wollen ja den richtigen Weg jetzt gehen. Wir haben ja eine Umkehr, eine Gesinnesänderung vollzogen. Und wir wollen nun das Richtige tun, aber manchmal eben, wie gesagt, sündigen wir nach wie vor aufgrund von Schwachheit, von Gewohnheit, von Versuchung, von Umständen. Aber in 1. Johannes Kapitel 2 lesen wir, was geschieht, wenn das der Fall ist. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 1 und 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Freibrief haben zu sündigen. Es geht darum, dass wir nicht sündigen sollen. Und wenn jemand sündigt, fährt Johannes fort, denn er weiß, dass unsere Schwachheit, die Schwachheit unseres Fleisches, nach wie vor vorhanden ist und dass wir doch nach wie vor hin und wieder sündigen werden. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, den Hohepriester, bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Vers 2. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Schauen Sie, Jesus Christus starb, wie wir bereits gelesen haben, damit die Welt gerettet würde. Zu ihrer Zeit. Voraussetzungen sind notwendig. Reue ist notwendig. Glaube ist notwendig. Bekehrung ist notwendig. Die Taufe, die Erwachsenentaufe, ist notwendig. Petrus sagt, bereut und lasset euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden.
und ihr werdet erhalten die Gabe des Heiligen Geistes. Die meisten heute, die in der Welt leben, haben davon keine Ahnung, meinen, dass sie das Heil, was immer das sein mag, in ihrer Vorstellung erlangen können, ohne Reue, ohne Glaube, mit Sicherheit ohne Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser anzuerkennen. Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, wie es so schön heißt. Jesus Christus sagt uns deutlich, dass er die Tür ist. Petrus sagt uns, es gibt keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden können, es sei denn der Name Jesu Christi. Und gleichwohl, wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, hat Christus bedeutende Voraussetzungen erfüllen müssen, um diese Sündenvergebung, von der wir sprechen, möglich zu machen. Und wir werden auch sehen, dass Sündenvergebung eine Voraussetzung ist für unsere Zukunft, aber dass die Zukunft nicht nur darin besteht, an Gott zu glauben, an die Sündenvergebung Jesu Christi zu glauben. Christus hat uns nicht nur von etwas errettet, sondern hat uns auch für etwas errettet. Und auch das Für werden wir in den nächsten Predigten, in der nächsten Predigt vielleicht oder einer darauffolgenden behandeln. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.